Kinder, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin's wieder, eure Peppina, und ich habe heute was ganz Besonderes vor. Ich möchte mich nämlich ein bisschen bewegen, denn Bewegung ist total wichtig für unseren Körper, und ich werde mich auf eine Weltreise begeben, quer durch all unsere Kontinente. Habt ihr Lust mitzumachen? Ja, super, dann steht alle mal auf. Und es geht direkt los. Wir starten natürlich auf meinem Heimatkontinent, Europa. Da wohnen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Und bevor wir auf Weltreise gehen, müssen wir uns natürlich erstmal anziehen. Wir sind bestimmt alle noch im Schlafanzug. Also erst einmal ziehen wir die Socken an. Dann eine lange Hose. Dann ziehen wir ein Unterhemd an und ein Pullover mit langen Ärmeln. Und wir müssen natürlich noch unseren Rucksack packen. Dafür nehmen wir warme Klamotten mit und eine Badehose oder einen Badeanzug, was zu trinken und eine Taschenlampe. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir fangen an zu marschieren. Genau, ihr macht das super. Immer schön weiter marschieren, bis wir zu einer Wiese kommen. Wir müssen jetzt natürlich das linke und das rechte Knie viel höher anheben, damit wir gut durch die Wiese kommen. Habt ihr das gehört? Ich glaube, wir werden von einer Biene verfolgt. Wir müssen hier schnell ausweichen. Hüpft mal alle von rechts nach links. Dann entkommen wir der Biene. Hüpf. Ich glaube, sie ist immer noch da. Hüpf. Puh, wir haben es geschafft. Und da sehe ich auch schon einen Bach. Über den müssen wir drüber springen. Hep! So hoch wir können. Hep! Super, wir haben es geschafft. Weiter geht's. Wir laufen geradeaus Richtung Bahnhof und nehmen den Zug Richtung Asien. Wir steigen in den Zug ein und fahren natürlich eine Runde. Schön die Beine nach oben nehmen und wir fahren den Berg runter und wieder hoch. Nochmal runterfahren und wieder hoch. Wir sind in Asien angekommen. Seht ihr den Berg hinter mir? Das ist der Mount Everest. Der höchste Berg der Welt, und den wollen wir natürlich besteigen, aber hier ist es ganz schön kalt, deswegen müssen wir uns erstmal eine Jacke anziehen, eine Mütze und einen Schal. Super, und dann geht's los. Wir klettern den Berg hoch. Streckt eure Arme ganz nach oben, genau so. Super! Wir klettern den Mount Everest hoch. Gleich sind wir oben angekommen. Wir haben es geschafft. Hier ist es aber windig. Hui, der Wind geht hin und her. Wir machen wie der Wind. Und jetzt schnappen wir uns unsere Ski und düsen den Berg hinunter. Skifahren macht so Spaß. Das macht ihr ganz toll. Wir machen uns auf den Weg zu unserem nächsten Kontinent übers Meer. Dazu brauchen wir, na klar, unsere Badehose aus dem Rucksack oder unseren Badeanzug. Und dann schwimmen wir los. Die Arme vor und zur Seite. Genau. Und wir schwimmen nach links.
und wir schwimmen nach rechts. Klasse macht ihr das. Und kommen in Australien an. Da ist die Sonne so stark, da müssen wir uns unbedingt eincremen, um unsere Haut zu schützen, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen. An den Armen, am Oberkörper und natürlich an den Beinen bis ganz nach unten zu den Füßen. Kommt ihr an eure Füße hin? Die müssen wir natürlich auch eincremen. Genau. Unser Gesicht noch schnell. Und dann marschieren wir wieder los und schauen uns mal um, was es hier für tolle und interessante Tiere gibt. Ich sehe schon, ein Känguru. Wir hüpfen alle wie ein Känguru hin und her. Und da sehe ich noch ein Krokodil. Macht mal alle wie ein Krokodil, das Maul ganz weit auf und zu, genau. Und jetzt wechseln wir die Arme. Der andere Arm geht nach oben. Ja, genau. Schaut mal, hier sind ganz viele Spinnen auf dem Boden. Wir müssen den Spinnen ausweichen. Geschafft! Jetzt brauchen wir erstmal eine kleine Abkühlung. In Australien kann man super toll schnorcheln. Also ab ins Wasser. Taucherbrille auf und wir schnorcheln eine Runde. Eine Hand an die Nase, die andere Hand nach oben. Und es geht los! Das sieht toll aus! Super! Und wir wechseln die Arme. Das gleiche nochmal. Wir schnorcheln durchs Meer. Ganz, ganz toll gemacht. Und da wir ja jetzt schon am Meer sind, schnappen wir uns ein Paddelboot und paddeln zum nächsten Kontinent. Wir paddeln kräftig mit den Armen hin und her. Hin und her. Hin und her. Wir sind auf unserem nächsten Kontinent gelandet, in Nordamerika, direkt am Strand. Da bauen wir als allererstes eine Sandburg. Wir schaufeln den Sand. Und zur anderen Seite. Aus dem Boden. Wisst ihr übrigens, was Krebse so besonders macht? Krebse laufen nur seitlich und zwicken mit ihren Scheren. Das probieren wir auch mal direkt aus. Wir laufen zwei Schritte zur Seite und machen zwick, zwick, zwick. Zwei Schritte und zwick, zwick, zwick. Super! Und nochmal! Zwick, zwick, zwick. Jawohl! Ganz toll macht ihr das! Zwick, zwick, zwick. Zwick, zwick, zwick. Super. Zwick, zwick. Au! Ha? Da habe ich mir doch selber in den Popo gezwickt. Am besten, wir gehen schnell weiter. Oh, was sehe ich denn da? Ein Tornado. Der wirbelt uns kräftig im Kreis. Wow. Andere Richtung. Und wirbelt uns bis nach Südamerika. Dann laufen wir hier erstmal eine Runde durch die Landschaft und schauen, was wir hier entdecken. Nämlich einen der größten Flüsse auf dieser Erde, den Amazonas. Und der Amazonas schlängelt sich durch die Landschaft ganz hoch und ganz tief. Gleich nochmal ganz hoch und ganz tief. Und jetzt schnappen wir uns ein Flugzeug und fliegen Richtung Afrika. Ja!
aber tolle Flugzeuge. Und wir landen direkt in Afrika, in der Wüste. Au, 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 au. Der Sand ist aber ganz schön heiß. Au, 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 au. Puh, da haben wir es ja gerade noch rechtzeitig aus der Wüste in die Savanne geschafft. Und jetzt schauen wir mal, was es hier für Tiere gibt. Aha, ich sehe einen Elefanten. Wir nehmen eine Hand an die Nase, die andere Hand schieben wir durch dieses Loch durch und dann machen wir wie ein Elefant. Tada! 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 Ich habe noch ein Nashorn entdeckt. Also stampfen wir jetzt alle wie ein Nashorn. Ganz kräftig mit den Beinen stampfen. Oh, und da drüben ist noch ein Affe. Und Affen lieben es, an Lianen zu schwingen. Wir schwingen auch hin und her an den Lianen. Das ist eine ganz große Liane. Die schnappen wir uns und schwingen uns bis in die Antarktis. Hier ist es aber richtig kalt. Da müssen wir uns erstmal wieder warm anziehen. Unsere Jacke, unsere Mütze und unseren Schal. Und dann können wir mit dem vielen Schnee eine Schneeballschlacht machen. Wir werfen die Schneebälle ganz weit weg. Zuerst mit dem einen und dann mit dem anderen Arm. Puh, da hättet ihr mich mit euren Schneebällen ja fast abgeworfen. Ich habe jetzt da drüben noch eine Pinguinfamilie entdeckt. Also watscheln wir eine Runde wie Pinguine. Taschenlampe und machen mal das Licht an und wir schauen uns hier mal um. Aber was sehe ich da? Ein Auge? Zwei Augen? Nichts wie raus aus der Höhle und wieder zurück durch den Schneesturm mit der Liane wieder nach Afrika und dem Flugzeug nach Südamerika durch den Amazonas mit dem Tornado zurück nach Nordamerika und mit unserem Paddelboot nach Australien. Schnell, jetzt schwimmen wir zurück nach Asien, nehmen den Zug und sind wieder zurück in Europa. Ihr habt so toll mitgemacht bei unserer Weltreise. Was für ein Abenteuer und wir haben uns so toll bewegt. Wir sind aber noch nicht am Ende, denn jetzt wird noch eine Runde getanzt und gesungen zu unserem Peppina-Song. Wir watschen alle wie ein Pinguin. Der Rüssel von einem Elefant ist schön. Der Panda hat eine coole Brille im Gesicht. Der Igel ist ganz klein und rund und stachelig. Das Nashorn stampft ganz kräftig hin und her. Und der Affe schwingt kreuz und quer. Und alle diese Tiere tanzen heute mit zu Peppinas neuestem Hit. Eins, zwei, drei, alle sind dabei. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant. Die Hände in die Luft, die Luft, die Luft, die Luft. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant und freuen uns aufs nächste Mal mit Peppina. Kinder, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und euch so toll mit mir mitbewegt habt. Wenn es mal schwer wird, denkt immer dran, benutzt die Peppina Zauberkraft,
Tidoof, Tidoof, Tidoof. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.